Freunde, weiter geht es mal beim FM23. Wir haben jetzt zumindest 6 Punkte die Transferphase überstanden. Und am 11. September treffen wir hier auf Greuther Fürth auswärts. Die stehen auch nicht allzu weit von uns weg. Aber wir sehen auch schon, dass selbst die 5 Punkte entfernt sind. Also wir sind zwar mittlerweile einigermaßen am Punkten, aber der Abstand selbst zum Mittelfeld ist schon relativ groß. So, Tasse Kaffee habe ich auch dabei. Dann geht's jetzt mal los. Am Sonntag spielen wir dort. Was wir dann auch mit unseren neuen Spielern machen. Jetzt wurde die Elf der Woche verkündet. Ach nee, die Elf der Woche wird ja immer passend verkündet, nur Spieler der Woche. Das ergibt ja irgendwie nie Sinn, warum das mehrmals pro Woche passiert. So, dann haben wir noch 2 Tage Zeit. Ja, wir wollen natürlich weiterhin erstmal die Abstiegsplätze von uns fernhalten. Da ein bisschen Abstand noch generieren. So, Update zum Thema Eigengewächse. Zambrano. Ist das nicht jeweils derselbe? Warum haben wir den hier zweimal? Ist das auch ein Fehler in der Datenbank? Ich glaube schon. Oder sind das Zwillinge mit demselben Vornamen? Nein, glaube ich nicht, aber wollen wir uns jetzt nicht so viele Gedanken drüber machen. Hannover verliert 1:2 gegen Eintracht Braunschweig. Doppelpack von Uja. Und Schalke gewinnt gegen Hertha. Erste Niederlage für Hertha. Hertha ist aber immer noch auf Platz 1. Schalke macht einen Satz auf 11, führt nur noch auf 12. Ja, auch an diesem, am kommenden, oder an diesem Spieltag werden wir die Abstiegsplätze nicht erreichen können. Da haben wir zum Glück schon 4 Punkte vor dem Relegationsplatz. Aber das ist ja auch nicht unser einziges Ziel. Spieler der Woche, Uja. Auswertung der Trainingswoche. Heuer, Muslia und Exequim gut. Kruse, Conte und Hayev schlecht. Diesen Hayev können wir ja wirklich ausblenden. So, Kritik gibt es aber trotzdem nicht. Ratschläge. Wettquoten technisch sind wir knapp der Außenseiter. Uwe Hünemeyer geht zur Pressekonferenz. Und dann wollen wir mal sehen. Hünemeyer ist vorsichtig, einen Elversberg-Sieg zu prophezeien. Warum redet er jetzt hier über andere Teams? Kalkan informiert sich über Flörke. Wer ist Flörke? Luis Flörke, ein junger Spieler offenbar. Er hat sich verbessert, das ist gut. Müller, Hut, Obermeier, Klefisch und Hayev sind unzufrieden mit dem Training. Und auch Ermolaev hat sich verbessert. Ja, so soll es sein. Der Stamm wird wieder fit, während Kovic glänzt. Es ist die U19, die gewinnt 3:2 gegen den 1. FC Köln. Bachmann, mindestens 6 Monate. Außer Gefecht. Wir werden mal unseren namhaften Sechser, auch wenn mir der Name gerade nicht einfällt, jetzt mal von Beginn an spielen lassen. Wir sehen, Rostock gewinnt 1:0 gegen Kiel, deswegen Rostock ist uns auf den Fersen. Wir haben nur 1 Punkt Vorsprung, deswegen müssen wir hier Punkte in Fürth. St. Pauli gewinnt 2:0 gegen Osnabrück. Wiesbaden spielt 0:0 gegen Nürnberg und Magdeburg gewinnt 4:0 gegen Lautern. Wiesbaden mit dem 2. Punkt, Osnabrück weiterhin nur mit einem Zähler ganz unten. Dass die Aufsteiger, es ist hier oft so beim FM, glaube ich, dass die Aufsteiger wirklich was Underdogs auch meistens keine Schnitte haben. Oder hier die Aufsteiger sind ganz unten. Im Pokal gibt es ja auch selten Überraschungen. Düsseldorf gegen den HSV steht auch an. Srebeni, unser alter Bekannter, spielt hier halbvolles Stadion, nur 7.800 Plätze. Das ist ja wie in Paderborn, hätte ich schon fast gesagt. Muss jetzt mal überlegen, man kommt jetzt immer dazu, wenn man jetzt quasi parallel zur Realität spielt, man verwechselt das teilweise. Wer war jetzt hier im Spiel gut und wer war in der Realität gut? Wir lassen auf jeden Fall Panzu für Klefisch spielen. Neben Kinzombi, Leipertz, Muslia. Und ich lasse auch Platte nochmal von Beginn an ran. Ja, sonst ändern wir nichts. Die anderen jungen Leute, obwohl von den ganz Jungen nehme ich doch auch mal wen auf die Bank. Der junge Sebastian Müller, der geht einfach mal auf die Bank. Panzu fehlt die Spielpraxis. Ja, die soll er hier sammeln. Muslia ist beleidigt, der soll nicht ständig stunken. Aber andererseits ist er auch zufrieden. Ja, Greuther führt.
Unsere eigene Tormusik gibt es jetzt hier beim Auswärtsspiel nicht. Kim Zombie in der Startelf, was ist dein Problem hier? Herr Engelberger. Sportpark Ronhoff. Ich will jedes Spiel gewinnen, heute ist es nicht anders. Auf geht's. Müller und Huth motiviert. Noch ein Einzelgespräch mit... Kein Einzelgespräch. Fabian Rotha, das erste Tor ist entscheidend. Richtig, es ist zu jedem Zeitpunkt wichtig, Tore zu erzielen. Wie wichtig ist für Sie heute eine gute Leistung? Wie jeder hoffe ich in jedem Spiel auf eine gute Leistung. Blöde Fragen hier, meine Güte. Ja, Stadion halb voll oder halb leer? Ich erinnere mich daran, diese Stadionhymne, die ist absolut furchtbar, finde ich. Der 13. gegen den 15. Aber 5 Punkte Differenz. Sie haben fast doppelt so viele Punkte wie wir. Wir kommen gar nicht erst groß bis zum ausgiebigen Refrain. Aber ich glaube, das ist gleichzeitig auch die Topmusik, ne? DJ wird schon voreilig hier. Keine Tore bisher. Gelbe Karte für Müller. Ups, da wurde die Aufnahme mal wieder irgendwie unterbrochen. Ihr habt jetzt aber noch nichts verpasst. 5. Minute 0:0. Und erstmal weiter. So, Regotta. Jetzt aber hier die Fürther. Nicht, dass wir hier passend zum 1:0 wieder einsteigen. Nein, ich will sowas gar nicht erst aussprechen. Çalhanoğlu. Srebeni und der war gar nicht so ungefährlich. Jetzt schon mal einen Warnschuss. Ja, auch schwierig, denn unser Abwehrchef direkt von der ersten Minute an da hinten gelb hat. Kommt ein Freistoß. Ja, jetzt allerdings ein Freistoß für die Gastgeber Çalhanoğlu. Und oh, den kann man auch mal festhalten und den kann man auch mal reinschießen. Aber Glück für uns, dass die Gegner hier Unvermögen zeigen. Max Kruse jetzt hier mit dem Konter. Der Kruse ist ja jetzt hier nicht mehr der größte Leichtathlet, aber er hat noch feine Pässe drauf. Kin Zombie hat auch feine Pässe drauf, wobei der hier allerdings nicht den Adressaten findet. Es geht wieder ganz komisch, der Ton an und aus. Das wäre jetzt nicht mehr komplett das ganze Spiel sehen müssen. So, Elversberg gewinnt 1:0 in Karlsruhe. Wenn wir da unten raus wollen, müssen wir auch mal mehr Spiele gewinnen, weniger unentschieden spielen. Von daher werde ich hier auch durchaus mutig agieren. Wobei zur Stabilisierung hier auch natürlich ein Remis auswärts nicht verkehrt wäre. So, das war jetzt nicht gerade gefährlich und da ist jetzt die Chance zum Konter im eigenen Stadion. Regotta. Aber dann wird hier auch das Tempo wieder völlig rausgenommen. Meierhöfer. Ganz realistisch sieht das hier alles auch immer noch nicht aus. Da müssen wir mal noch ein bisschen dran arbeiten hier im nächsten FM. Für das nächste FM. Der Schuss wird von Müller geblockt. Das gibt Eckball. Ganz passend die Bewegungsabläufe hier in meinen Augen noch nicht. Eckball jetzt Çalhanoğlu. Und Yannick Huth packt sich ja zu. 20 Minuten rum, nicht viel passiert. Kann man erstmal mit zufrieden sein. Allerdings klares Chancenplus für Greuther Fürth. Ginczek trifft für Düsseldorf gegen den HSV. Halbe Stunde rum. Kein Fest für Fußballästheten hier. Jetzt, es geht über ruhende Bälle und der war gefährlich. Parade von Huth. Wenn der Ball, glaube ich, gar nicht aufs Tor gegangen wäre. Ja, die ruhenden Bälle machen hier die Gefahr aus. Vor allem natürlich für die Gastgeber. Çalhanoğlu nochmal. Aber bisher die 100%ige Torgefahr wird da auch noch nicht versprüht. Meierhöfer. Çalhanoğlu ist sträflich frei und Lemperle und ach, das ist zum Glück mäßig gefährlich.
müssten aber auch mal ein bisschen offensiver noch agieren. Erst eine Torchance, aber wir achten darauf, dass wir hier einigermaßen stabil agieren. Das geht bisher einigermaßen klar. 2:0, nochmal Gincheck für Düsseldorf gegen den HSV. Wir sind schon auf der Schlussgeraden hier der ersten Halbzeit. Noch 5 Minuten circa. Viel Nachspielzeit wird es hier nicht geben. Es gab einen gelben Karton. Und nicht viel Stress. Der Bilbiak schickt einfach mal den Platte per Kopf. Der Platte. Oh, da ist der Ball dann weg. Aber das war potenziell zumindest schon mal. Es ging in die richtige Richtung. Nochmal jetzt hier. Die unsrigen. Man sieht, wir sind hier noch aktiv gewesen. Das macht der SCP in echt nicht. Oh, Muslia ganz gefährlich. Aber den Muslia haben sie auch noch nicht verkauft. Das ist auch nochmal viel wert. Wobei ich gesehen habe, Paderborn hat heute einen verpflichtet. Aber es war kein Mittelstürmer, sondern irgendein Abwehrspieler. Aber auch nur aus der dritten Liga. Wahrscheinlich zum Nulltarif oder relativ günstig. Nulltarif wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich ziemlich günstig. Aber es ist jetzt nicht die Transferaktivität, die man da eigentlich erwarten würde bei dem schlechten Saisonstart der Paderborner jetzt in echt. Weil wir im Spiel jetzt hier noch einen Tacken schlechter waren. Muslia, Kruse. Und ja, genug von der Realität. Wir haben uns hier noch verstärkt und treten hier auch durchaus ordentlich auf, was man vom HSV in Düsseldorf nicht behaupten kann. Die liegen schon 3-0 hinten. Nochmal die Fürther, die hier auch eine große Torgefahr ausstrahlen. Da ist der neue Mann Banzu und Philipp Bilbia, der sich aber den Ball einfach wegnehmen lässt. Aber er holt ihn sich direkt zurück. Aber auch dieser Pass absolut nichts einbringend, weil da war ja niemand. Der Meierhöfer. Sribeni, aber es ist kein gutes Fußballspiel hier, aber zur Not, wie gesagt, ich bin hier mit einem Punkt per se nicht völlig unzufrieden. Da ist Ricotta und haut ihn dann doch noch rein. Das gibt's doch nicht. Zählt es? So. Dasselbe Lied. Ich hasse dieses Lied. Vor allem, wenn wir ein Gegentor kassieren. Es wird nochmal überprüft. Das Tor wurde aberkannt. Ja, dann können wir dieses schlimme Lied auch ausmachen. Nein, ich hasse das Lied nicht. Ich hasse es nur, wenn wir ein Gegentor kassieren. Wenn es nicht zählt, dann ist nichts so schlimm. Aber ich finde, es ist kein gutes Lied. Aber bei meinem Musikgeschmack, den ich hier darlege, da sollte ich vielleicht den Ball flach halten. Ja, wir spielen hier 0-0 in der ersten Halbzeit. Ricotta, das Tor zählte nicht. Das war noch eher der Aufreger hier in der ersten Halbzeit. Ansonsten, ja. Wir haben auch den Ball hier flach gehalten. Spielerisch die Fürther allerdings auch. Wobei, es wurde ja meistens eher mit hohen Bällen agiert. Aber ja, im umgangssprachlichen, übertragenen Sinne wurde der Ball hier, doch relativ bescheidener Fußballsport dargeboten. Aber wir als Auswärtsmannschaft können ja da durchaus mit leben. Was wollen wir jetzt dazu sagen? Ich bin zufrieden, wie wir bislang den Ballbesitz beherrschen. Also generell zufrieden. So, positive Reaktion und weiter geht's. Hatten wir viel Ballbesitz. Wir haben auf jeden Fall nicht viel anbrennen lassen. Hut und Heuer hier mit positivsten Noten noch, weil die Noten ja sowieso immer fast identisch sind. Aber das aberkannte Tor soll uns als Warnung dienen. Ja. Jetzt wird das nach diesen ganzen letzten XXL-Videos vielleicht mal ein kürzerer Part, wenn wir gar nicht so viel Torszenen zu sehen bekommen. Aber noch ist hier nicht aller Tage Abend. Ricotta. Der will natürlich jetzt auch mal noch ein zählendes Tor schießen, aber Kim Zombie hat den Fuß dazwischen. Çalhanoğlu wahrscheinlich der auffälligste Mann mit den ganzen Standards, auch wenn die ziemlich fruchtlos waren. Ricotta. Und der ist durch. Und er lässt den Hut stehen und diesmal macht er ihn rein und diesmal dürfte das Tor zählen. Hat er gut gemacht, muss man ihm leider zugestehen. Wenn ich hier Trainer bei Fürth wäre, würde ich die Tormusik wahrscheinlich besser finden.
1-0 ist Srebeni, der ehemalige Paderborner, mit dem Assist. Und wir liegen hinten. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mehr zeigen. Das rufe ich jetzt auch rein. Mehr fordern. Mit der Leistung aus der ersten Halbzeit, da kann man vielleicht ein 0-0 halten. Aber einen Rückstand ausgleichen wird schwierig. So, Kim Zombie, Panzu. Wir müssen jetzt nochmal aus dem Zentrum was sagen. Hoher Ball auf Platte. Und der Platte kommt auch durch. Der Platte kommt auch durch. Ist kein Abseits. Er schießt. Und oh, der war gar nicht so schlecht. Und es gibt Eckball. Das ist doch schon mal die richtige Reaktion, die ich hier sehen möchte. Eine erneute Niederlage wäre natürlich wieder ein gewaltiger Rückschlag. Captain Obvious, Muslia jetzt hier von rechts per Standard. Oh, da kommen wir nicht dran. Gucken wir erstmal noch ein paar Minuten an. Ansonsten wieder hier die Variante, der Abschlag über Heuer. Schon wieder ein leichtfertiger Ballverlust hier. Wagner, Srebeni und der wurde geblockt. Das gibt Eckball. Mal gucken, ob ich den Müller vielleicht rausnehme, wenn er schon verwarnt ist. Da ist immer Gefahr. Und Gefahr ist auch für den HSV. Die liegen 4-0 hinten in Düsseldorf. Çalhanoğlu und Hut packt zu. Bis zur 60. schaue ich mal noch. Und dann wird es die ersten Wechsel geben. Gelbe Karte für Meierhöfer hier. In der 58. Minute. Und wieder die Gastgeber, aber Leipertz mit einem Ballgewinn. Müller, der eigentlich mit dem Müller da hinten relativ zufrieden. Aber heute werde ich ihn wahrscheinlich gleich runternehmen. Çalhanoğlu und ist das kein Abseits? Was war denn das? Was war denn das für eine Zweikampfführung? Man wollte der Ball nicht einfach weghauen. Von Gott auch schon wieder. Aber das muss schon wieder geprüft werden. Osmas bietet um. Das Tor wird schon wieder aberkannt. Ja. Das sah nämlich auch komisch aus. Die Spieler sind ja auch gar nicht richtig eingeschritten. Mal wieder ein Abseitstor. Gut für uns. 2 von 3 Toren werden aberkannt. Aber wenigstens haben sie Tore. Und solange eines davon zählt und bei uns gar nichts passiert, reicht denen das da? Reicht denen das? Ja. So, ich wechsle jetzt ein paar Mal. Ausgerechnet Innenverteidiger habe ich jetzt gar nicht auf der Bank. Ja, lasse ich den Müller doch drin. Aber wir haben auch noch einen anderen Müller auf der Bank, das ist aber ein Stürmer. Ich bringe erstmal Adriano Grimaldi für Felix Platte. Und Obermeier war auch neulich gut, der kommt mal für. Obwohl Muslia ist auffällig. Obermeier spielt dann einfach mal rechts. Ich nehme mal den Kapitän Leipertz raus. Das ist dann halt so. Obermeier kommt dann über rechts. Und Niklas Natsch kommt für Kin Zombie. Gucken, ob die ein bisschen Schwung reinbringen können. Und Banzu darf erstmal noch länger spielen, wenn er hier noch nicht großartig in Erscheinung getreten ist. Darauf achten, auch noch einen Verteidiger auf der Bank zu haben. War das ein Foul? Srebeni ist durch. Aber der Schuss wird geblockt von Esekwim. Lempalle. Müller und Muslia. Es lohnt sich, dass ich den Muslia dann doch drauf gelassen habe. 2 Wechsel haben wir noch. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es hier 2-0 steht. 2 aberkannte Tore schon, aber es passiert ja in den letzten Wochen immer häufiger, dass Tore nicht zählen. So, wir müssen mehr machen, Leute. Ich stelle mal auf, solange wir nur mit einem Tor hinten liegen, ändere ich die Ausrichtung mal nicht, aber ich rufe mal rein. Mehr fordern, Leute. 20 Minuten noch. Ja, gut auf Feuer und Sequim. Banzu. Der vielleicht mal den zündende Idee. Bilbia. Bilbia, Muslia. Und da ist ein Banzu und der... Oh, der Lemperle schnappt sich den Ball da einfach. Nimmt sich das die Butter vom Brot hier. Paderborner Landbrot. Rigotta auf... Und der Hut hält den Ball nicht fest. Und Srebeni auf Wagner und... Und es säckelt im Kanker. Oh, meine Güte. Da lag das 2-0 mehr als nur in der Luft. Die gehen auch fahrlässig mit ihren Chancen um, muss man so sagen. Und bei uns passiert ja einfach zu wenig. Wir können noch zweimal wechseln, das werden wir dann auch tun.
bringe Schuster für den Panzer, da kann der Schuster sich auch mal beruhigen. Vielleicht ist es jetzt meine Gelegenheit, den jungen Müller zu bringen. Bringe mal den jungen Müller für Bilbia. Dann glaube ich ja eher lieber übers Mittelfeld kommt, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber nein, egal. Müsste so passen. Viertelstunde noch. Und wenn wir so weiterspielen, dann werden wir hier nichts holen. Ich stelle mal auf Offensive. Wir müssen jetzt ein bisschen Druck machen. Ob wir jetzt 2-0 verlieren oder 1-0, ist dann auch egal. So. Gelbe Karte für Lämperle. Wir machen jetzt hier noch mal ein bisschen was. Viertelstunde noch. Kein gutes Spiel hier bislang. Green. Natsch. Auch die Fürther können ja nicht so wirklich zufrieden sein. Wenn sie gewinnen, werden sie wohl zufrieden sein. Aber hätten wir schon längst den Deckel drauf machen können. Wenn nicht gar müssen. Obermeier hat auch neulich einen feinen technischen Trick gehabt. Kruse. Grimaldi ist jetzt der Kapitän. Ja, der Veteran. Schuster, da ist der neue Müller mit seinem Debüt und verliert direkt den Ball. Jetzt haben wir zweimal Müller und Schuster mit einem guten Ballgewinn. Der Schuster will sich ja zeigen, der war ja nicht ganz einverstanden, dass wir da verpflichtet haben auf seiner Position. Muslia und Grimaldi und oh, war er nicht entschlossen genug. Da ist er, glaube ich, nicht richtig rangekommen. Das war eine gute Szene. 10 Minuten noch. Der 85. würde ich dann auch sehr offensiv stellen. Jetzt allerdings hier nochmal Standard Çalhanoğlu. Das ist nicht gefährlich. Sieb. Wie heißt der Mann? Kio Mozuglu. Ich sag, Hauptsache gesund. So, Meier Höfer hier. Er hat auch schon gelb. Lemperle hat schon gelb. Gotta, der auffälligste Mann hier mit den ganzen aberkannten Toren. Und was ist das? Und Hut. Hut. Können froh sein, dass sie da hinten nicht entschlossen genug sind. 5-1. Der HSV mit einem Ehrentreffer. Esequem sieht gelb. Jetzt nochmal ein Standard aus ganz gefährlicher Position. Kerim Çalhanoğlu. Bitte. Und auch der Kopfball nicht mit richtigem Bums. Ich stelle mal auf sehr offensiv. Wir müssen was nochmal nach vorne schmeißen hier. Ich würde auch nochmal was reinrufen. Ich feuere sie an. Ein bisschen positiver Atmosphäre hier noch reinbringen. Linde. Es wird nicht viel Nachspielzeit geben. Obwohl, ein paar gelbe Karten gab es ja durchaus. Aber ich gehe höchstens von 3 Minuten aus. Gotter. Und die Fürther drängen auf die Entscheidung. Sieb und oh, es ist Sekfem. Der hat immer noch seinen Fuß oft dazwischen. Das kommt oft ganz gut an. Bei mir zumindest. Jetzt Müller. Hat der. Ah, der junge Müller, der ist hier noch nicht ganz drin. Eben verliert er den Ball. Jetzt hier ein schlechter Pass. Der Sieb wird geschickt und jetzt sind wir natürlich hinten ziemlich offen. Çalhanoğlu von Rigotta in Szene gesetzt. Çalhanoğlu und aber es gibt Eckball. Ja, ein Tor wird dir noch fallen. Es wird dir entweder gleich irgendwie das 1-1 fallen oder die machen das 2-0. Wir sind jetzt hinten offen und die Fürther bisher nicht in der Lage, hier das auszunutzen, dass sie jetzt hier Platz haben. Meine Platz hatten sie vorher wahrscheinlich auch schon. Çalhanoğlu jetzt mit dem Eckball. Geht aber nicht viel. Nochmal ein Freistoß hier aus dem Halbfeld. Muslia. Der Ball ist direkt wieder weg. Das ist nicht entschlossen genug, was wir da machen. Die Zeit läuft davon und Rigotta wird geschickt. Gibt das jetzt hier die Entscheidung? Ja, gut, mit einer tollen Reflex. Feinert hier 2-0. Also, wir können froh sein, dass es nur 1-0 steht. Führt. Wenn das hier für die heute noch schief geht, die können sich das dann selber zuschreiben. Noch ist das Spiel nicht vorbei. 1 Minute regulär noch und dann bestimmt auch noch zumindest ein paar Minütchen Nachspielzeit. Çalhanoğlu jetzt, er hat alle Zeit der Welt beim Eckstoß und Jannik Huth pflückt sich den Ball da runter. Leute, macht noch was. Wir haben noch 3 Minuten Nachspielzeit. Die Nachspielzeit läuft, aber es scheint nichts mehr zu passieren. Und es passiert auch nichts mehr. Die Zeit ist rum. Wir haben noch keinen Angriff mehr hinbekommen. Wir verlieren jetzt hier 1-0 in Fürth.
Das ist mal wieder ein Rückschlag. Der neue Mann im Zentrum ist nicht wirklich in Szene gesetzt worden. Ist Sekwem, Heuer und Huti mit den besten Noten. Die haben noch Schlimmeres verhindert. Regotta sicher der auffälligste Spieler. Eines seiner drei Tore zählte. 20:6 Torschüsse. Brauchen wir uns nicht beklagen. Wir haben ja auch nicht entschlossen genug am Ende noch versucht, vorne mitzuspielen. Und ja, ärgerlich. Müssen wir gucken, dass wir beim nächsten Heimspiel, oder generell beim nächsten Spiel, gegen wen auch immer es sein wird, das besser machen. So, ich sage, ich bin unzufrieden mit dem, was ich gerade gesehen habe. Da gibt es jetzt eher negative Resonanz. Aber ey, wir haben verloren, was wollt ihr? Ich werde euch jetzt hier nicht loben, dass es nur 0-1 ausging. Da können wir uns nichts für kaufen. Die Rostocker sitzen uns im Nacken und wir können nächste Woche wieder auf dem Relegationsplatz stehen, wenn es so weitergeht. 65% Ballbesitz, trotzdem verloren. Ja, das ist jetzt so eine nichtssagende Zahl. Ne? Was haben wir davon, dass wir auswärts so viel Ballbesitz haben? Da kommt, ja. Wir werden das Spiel analysieren, schauen, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Wie schlägt sich die schlechte Form auf die Stimmung in der Mannschaft nieder? Ich möchte das nicht diskutieren. Teambuilding, miserabel. Karlsruhe verliert 0-1 gegen Elversberg. Hamburg verliert 5-1 in Düsseldorf. Wir bleiben auf Platz 15, haben aber schon 5 Punkte Abstand auf die Teams vor uns. Nur einen Punkt Vorsprung auf Platz 16. Zumindest die beiden direkten Abstiegsplätze sind weit weg. Müller hat sein Debüt gefeiert. Ja, und der Herr Maso hat hier recht, wir haben keine Kreativität aktuell. Zumindest in dem heutigen Spiel haben wir da nichts von gesehen. Und da kommt der Tabellenzweite vom Millern-Tor beim nächsten Heimspiel für uns. Ja, es ist da natürlich eine gewaltige Prüfung, die uns da erwartet gegen St. Pauli beim nächsten Spieltag. Nicht, dass wir dann wirklich auf den Relegationsplatz fallen. Wir müssen jetzt die Neuzugänge einarbeiten, gucken, was wir aus denen rausholen können. Appelkamp ist gut angekommen. Frage von Fabian Rother. Jetzt, er stellt doch immer so blöde Fragen. Alexander Zorniger sprach davon, dass das Schiedsrichterniveau nicht gut ist. Stimmen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für diese Debatte. Ich kriege von mir keine vernünftigen Antworten, aber ich will jetzt hier nicht irgendwelche Fässer aufmachen. Wir gucken uns mal noch die anderen Ergebnisse an. Dann ist dieses Video ja doch relativ kurz geworden. Aber naja, Trainingsplan, müsste ich auch mal was dran ändern. Hat der bei Abstoß auch gut funktioniert. Am nächsten Sonntag gegen Pauli. Die stehen ganz oben. Mitarbeitertreffen, dann gehen wir mal hin. Bansu, ein individuelles Training fürs Angriffsdrittel. Das kriegt er mal. Ich höre mir jetzt mal noch ein bisschen mehr hier an. Nils Vogt, Assistenztrainer, ist für viele verschiedene Trainingsbereiche mitverantwortlich. Jemand anderes sollte sich mit dem. Ja, wer ist denn der andere? Ja, ich nehme. Machen Sie einfach mal, ne? Bilbia sollte ermutigt werden, seinen schwachen linken Fuß zu trainieren. Machen Sie mal. Und gut, jetzt habe ich mir schon mehr angehört als sonst. Alles abgenickt. Alles hervorragende Ideen, die Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiterführung ist ja das A und O. Da bin ich ja ein absoluter Fachmann drin. Ne? So, Weckesser geht zu uns. Ein 31-jähriger Physiotherapeut. Einmal Thai-Massage. So. Und ja, das Spiel war nicht gerade ermutigend. Und wir haben aber jetzt keine Verletzungen, das ist auch viel wert. Zukunft von Schuster nach dem Zwist mit mir unsicher. Pff. Die Spieler stehen hinter, die anderen Spieler stehen hinter Schuster, was? Und der Panzu ist die ärmste Sau, oder was? Der Trainer glaubt noch an die Rückendeckung von Leipertz. Ach komm. Ich könnte das Problem mit dem Kader bereden. Tue ich dann auch mal. Nur weil wir jetzt neue Leute geholt haben, ist auch wirklich dem neuen Spieler gegenüber unfair. Offensichtlich sind einige von euch nicht zufrieden damit, wie die Dinge laufen. Was ist los? Warum kommen Sie Marco Schuster nicht entgegen, sagen ihm, wie gewünscht, mehr Spielzeit zu... Mache das, was meiner Meinung nach das Beste für das Team ist. Das bedeutet im Augenblick, den Fokus mehr auf das Team zu legen, anstatt sich um Einzelne zu kümmern. Das kommt bei allen negativ an. Oh Mann. Wie können Sie behaupten, im Interesse der Mannschaft zu handeln, wenn Spieler unzufrieden sind?
Ich weiß nicht, ob ich eine andere Wahl habe, als später mit ihm zu sprechen. Ich möchte daraus kein größeres Problem machen, als ihr das ohnehin schon tut. Dann gibt es positive Resonanzen. Ich freue mich darauf, was sie tun. Also sind wieder diese komischen, unrealistischen Gespräche hier. Ich denke, das war sehr produktiv. Schön, dass wir das aus der Welt schaffen konnten. Ja, da muss ich mit ihm jetzt sprechen. Trotzdem haben wir hier negative Auswirkung. Frage von. Jetzt wird das auch schon wieder. Da habe ich mit dem Neuzugang eher nur Stress verursacht. Der Herr Graupner vom Kicker. Schuster soll verwirrt über die Gerüchte sein, dass sie vorhaben, ihn durch Panzo zu ersetzen. Ja, ich habe einen Spieler auf seiner Position verpflichtet. Was soll ich dazu jetzt sagen? Da müssen Sie keine Story draus machen. Das ist keine große Sache für alle Beteiligten. Ist am besten, wenn wir aber weitermachen. Oh. Ich hätte doch nur Stress verursacht. 11 der Woche wahrscheinlich. Ohne unsere Leute. Dann spreche ich mit dem Schuster jetzt mal. Wie geht das denn? Ich kann ihn jetzt nur loben. Kann ich nicht ein richtiges Gespräch mit ihm machen? Ich habe jetzt gesagt, dass ich mit ihm reden würde. Einzelgespräch. Spieler schon, ich will ihm keinen Rat geben. Es passt alles nicht. Ich würde gerne Einzelgespräche mit ihm machen, aber die Optionen passen alle nicht. Wie geht das denn dann? Egal, dann kümmere ich mich nächstes Mal drum, dann hoffe, dass es nicht noch mehr Streit gibt, wenn ich nicht mit ihm spreche. Gab es noch Transfers? Aber das Fenster müsste ja zu sein. Da ist noch jemand von Kiel nach Tula gegangen. Trainerwechsel. Au, Erzgebirge Aue. Pavel Dotschev ist weg, wurde übergangsweise von Carsten Müller ersetzt. Dave Batista von WWE geht von Frankfurt nach Aukas. Gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Bundesliga. Gladbach spielte 0-0 gegen Augsburg. Hoffenheim im 1-0 gegen Darmstadt. Union spielt 1-1 gegen Wolfsburg. Stuttgart spielt 1-1 gegen Leipzig. Bochum spielt 1-0 gegen Werder. Dortmund gewinnt 1-0 gegen Mainz. Alle schießen hier maximal ein Tor. Dann hier haben wir aber mehr Tore. Frankfurt gewinnt 2-1 gegen Köln. Leverkusen gewinnt 2-0 gegen Heidenheim. Bayern gewinnt 3-0 gegen Freiburg. Bayern ganz oben dahinter. Hoffenheim, Bochum, Frankfurt, Werder und Wolfsburg. Bochum und Werder so weit oben. Köln auf dem Relegationsplatz, auf den direkten Abstiegsplätzen. Augsburg und Freiburg in der dritten Liga. Gab es eine englische Woche? Hatte ich die Ergebnisse hier von dem Spieltag vorgelesen? Ich weiß es nicht, ich lese einfach mal beide Spieltage nochmal vor. So, Bielefeld 1-1. Nick Proschwitz spielt bei Bielefeld. Prost, Mahlzeit. 1-1 gegen Saarbrücken. Dresden spielte 2-2 gegen 1860. Aue verlor 0-2 gegen Viktoria. Duisburg gewann 1-0 gegen Münster. Freiburg 2 gewinnt 2-1 gegen Dortmund. 2. Halle verliert 0-1 gegen Essen. Sandhausen verliert 0-1 gegen Unterhaching. Verl spielt 1-1 gegen Regensburg. Ulm verliert 1-3 gegen Lübeck. Und Mannheim spielt 0-0 gegen Ingolstadt. Dann haben wir hier Saarbrücken gewinnt 3-1 gegen Freiburg. 1860 mit einem 0-0 gegen Verl. Dortmund 2 gewinnt 2-0 gegen Ulm. Münster spielt 1-1 gegen Dresden. Regensburg verliert 0-3 gegen Viktoria. Rot-Weiß Essen gewinnt 3-1 gegen Sandhausen. Lübeck verliert 0-1 gegen Mannheim. Halle gewinnt 3-2 gegen Aue und Ingolstadt verliert 1-2 gegen Duisburg. Und Unterhaching gewinnt 1-0 gegen Bielefeld. Auf den Aufstiegsplätzen Essen und Duisburg auf dem Relegationsplatz. Saarbrücken ganz unten, Münster, Halle, Haching und Bielefeld. Beim nächsten Mal geht es gegen St. Pauli. Es wird nicht leichter. Tschüss, bis bald.